Der Herbst ist doch eine wunderbare Jahreszeit. Schaut euch mal die Farben an, rote Blattfärbungen, gelbe Blattfärbungen. Und die Frage ist doch, wieso verschwinden gerade im Herbst immer die grünen Farbtöne aus den Blättern und weichen dieser Farbenpracht? Und heute wollen wir in Naturobjektiv dieser Frage ein bisschen nachspüren. So, ich stehe da vor so einer farbenprächtigen Herbstkulisse. Da hinter mir, das ist ein Hartriegel mit wunderbaren roten Blättern. Da hinten ist ein Ahorn, da drüben stehen auch noch Ahorne in allen möglichen Gelbtönen und Orangetönen. Die Frage ist, wieso verschwinden eigentlich die grünen Blatttöne, so wie man ein Blatt kennt, mit grüner Farbe und weichen dieser Farbenpracht? Nun, dazu muss man wissen, dass die grüne Farbe in den Blättern von Chlorophyll verursacht wird. Ihr wisst ja sicher, dass Chlorophyll jener Baustoff ist, jener chemische Stoff, den die Pflanzen für ihre Ernährung brauchen. Dieser grüne Chlorophyll-Farbstoff verhilft den Pflanzen gemeinsam mit dem Licht, mit der Lichtenergie, die einstrahlt auf die Blätter und mit CO2, um Stärke, also Nahrungsstoffe zu erzeugen. Und im Herbst weicht dann allmählich, wird das Chlorophyll abgebaut, weil es wird kühler, die Tage werden etwas kürzer und die Pflanze bereitet sich dann auf den Winter vor. Dadurch wird das Chlorophyll abgebaut und es erscheinen plötzlich Farbstoffe, die vorher auch schon da waren. Es ist nämlich nicht so, dass die gelben, roten oder bräunlich-orangen Töne erst dann dazu kämen, sondern die waren schon immer da. Das Chlorophyll ist so dominant, dass es genau von dem Lichtspektrum eben nur jene Phasen überlässt, die wir mit unseren Augen als grün empfinden. Und die anderen Farbstoffe, das sind zum Beispiel Anthocyane, die diese rote Färbung machen, oder Xanthophylle nennt man die Farbstoffe, die das Gelb erzeugen, Carotine machen gelblich-orange, bräunliche Farbtöne. Und die bleiben über. Nun ist aber während dieser Phase im Herbst diese Farbstoffe durchaus auch in einer Phase noch vorhanden, wo es noch Photosynthese gibt. Man darf nicht glauben, dass die Photosynthese vollständig aufhört, wenn das Grün etwas zurückweicht, sondern es gibt immer noch so eine Restphotosynthese, die die Pflanzen noch verwenden, also in der Phase, wo sie dann verfärbte Blätter haben, im Spätherbst etwa so noch 3-4 Wochen, bis dann endgültig die Blätter abfallen. Und dann endet sozusagen die aktive Saison. Die Pflanzen ziehen ja ihre ganzen Nährstoffe aus den Blättern ab und verfrachten sie in die Stämme, in die Äste und auch in die Wurzeln. Und dort wird das Ganze gespeichert, sodass sie dann nächsten Frühling wieder voll austreiben können. Nur in der Übergangszeit, wenn immer noch genug Sonne vorhanden ist, um sozusagen Photosynthese zu betreiben, also man könnte fast sagen, wenn das Chlorophyllgrün dann schon zurückgegangen ist, ein gewisser Lichtstress, auch durch das UV, andererseits aber schon sehr kühle Nächte sind. Wir also die Situation haben, dass die Pflanzen auch in einen Kältestress kommen, vor allem des Morgens, ja, über Nacht und des Morgens, wenn dann die Sonne wieder zu scheinen beginnt. Und da hat genau diese Färbung, haben diese Anthocyane und die Xanthophylle und die Carotine eine ganz wichtige Wirkung, wie man seit einiger weiß. Sie verhindern nämlich, dass ein zu starker oxidativer Stress in der Pflanze, in den Blättern entsteht, weil es werden ja sehr viele oxidative Stoffe, freie Radikale gebildet durch diesen Stress, auch durch die UV-Einstrahlung, die nicht mehr ganz vom Chlorophyll abgefangen werden kann. Und da helfen diese Farbstoffe, die Pflanze zu schützen. Nun, irgendwann ist aber dann im Herbst einmal Schluss. Und dann wird es so kühl und die Lichtphasen werden so kurz, dass die Pflanze dann in die Winterruhe übergeht. Und das geschieht dadurch, dass sie an den Blattstielen gewissermaßen eine Versiegelung machen. Und diese Versiegelung führt dann dazu, dass die Blätter, die immer noch an den Stängeln dranhängen, abtrocknen, also dann plötzlich braun werden und immer brauner, richtig verwelken, so wie wir das kennen, und dann letztendlich nach einem heftigen Frost, meist den ersten wirklich heftigen Frösten, dann im November oder Dezember abfallen. Aber passieren tut das Ganze dadurch, dass einfach die Verbindung, das heißt die kleinen, feinen Schlauchverbindungen zur Pflanze im Ansatz des Blattstiels versiegelt werden und dann können die Blätter abfallen. Das ist eigentlich der Kreislauf, der passiert.
Und im nächsten Jahr natürlich wird dann das Gespeicherte, die gespeicherte Stärke wieder verwendet, um die Pflanze zum Austreiben zu bringen. Übrigens ist da ein wichtiger Regulierungsmechanismus die Tageslänge. Wenn also zum Beispiel einmal wärmere Tage im Dezember sind, dann weiß die Pflanze ganz genau, hoppla, es wird zwar warm, aber das ist noch kein Frühling. Einfach deshalb, weil die Tage eine relativ kurze Zeit Lichteinstrahlung haben und die Nächte sehr lang sind. Also hier lässt sich die Pflanze nicht täuschen und kann damit sehr gut umgehen. Ja, wenn euch dieses Video interessiert hat und gefallen hat, dann bitte ich wieder den Kanal zu abonnieren und genießt jetzt noch den Herbst und die wunderbare Färbung. Geht hinaus und schaut euch die Natur an. Es gibt unglaublich viele Dinge zu entdecken. Ich bin auch schon neugierig auf Kommentare und auf Vorschläge. Vielleicht können wir dann über das eine oder andere plaudern, was von eurer Seite kommt. Alles Gute und bis zum nächsten Mal bei Naturobjektiv.